Wer regelmäßig im Lidl einkaufen geht, der hat sie sicherlich schon mal bemerkt. Die Rettertüten. Wenn ich mal welche bekomme, die sind immer relativ schnell vergriffen, dann freue ich mich und bin erwartungsfroh, was denn da so alles drin ist. Heute bin ich also mal wieder als Kalle der Rettertüten-Retterrentner unterwegs. In den Rettertüten waren unter anderem Stangenbohnen, Blumenkohl und Champignons. Daraus habe ich ein leckeres veganes Gericht gemacht. Stangenbohnenpfanne mit Champignons und Blumenkohl, ein rein veganes Gericht. Und ich hatte es ja eben schon erwähnt, ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Dieses Gericht ist im Übrigen auch an heißen Tagen wunderbar geeignet. Folgende Zutaten benötigt ihr dafür: 500 Gramm Stangenbohnen, 500 Gramm Champignons, einen kleinen Blumenkohl, eine rote Zwiebel, eine kleine Dose Tomaten, geschält und gehackt, ein Esslöffel Gemüsebrühepaste oder Instantpulver, eine Handvoll Karottengrün, ein Teelöffel Knoblauchmus, 200 ml Wasser und Speiseöl zum Braten. Statt Instant-Gemüsebrühe verwende ich natürlich meine eigene Gemüsebrühepaste, die findet ihr hier oben in diesem Video. Da alle Zutaten frisch sind, naja, so frisch wie das die Rettertüten aus dem Lidl eben zulassen, muss natürlich erstmal geputzt werden. Und da fangen wir am besten mit den Stangenbohnen an. Die werden erstmal in reichlich Wasser gewaschen und die Enden abgeschnitten. Dann werden sie in etwa 2 cm große Stücke geschnitten. Die Bohnen erstmal beiseite stellen und dann geht es ans Putzen des Blumenkohls. Die Blätter und den Strunk entfernen und den Blumenkohl in Röschen teilen. Die Blumenkohlröschen waschen und dann in Salzwasser kochen. Etwas mehr als bissfest kochen, da sie später ja noch in der Pfanne mitschmoren. Die Champignons gut putzen, halbieren und ebenfalls erstmal beiseite stellen. Dann wird die Zwiebel geschält und in Würfel geschnitten. Und dann geht's ans Braten. In einer heißen Pfanne die Zwiebeln erstmal anspitzen und dann die Champignons hinzufügen. Wenn die Champignons schon etwas angebraten sind, dann kommen die Bohnen hinzu. Jetzt bei geschlossenem Deckel alles 10 Minuten schmoren lassen. Das Ganze wird jetzt mit den gehackten Tomaten und dem Wasser aufgefüllt. Und dann geht's ans Würzen. Ich habe mein Knoblauchmus verwendet, ihr könnt natürlich auch eine Knoblauchzehe nehmen. Und dann habe ich meine Gemüsebrühepaste verwendet. Und wie gesagt, ihr könnt auch Instantpulver nehmen. Alles gut verrühren und dann kommt die Blumenkohlröschen dazu. Die dürfen jetzt nochmal ca. 10 Minuten mitschwitzen. Da ich reichlich Karotten in den Rettertüten vorfand, habe ich mich kurzerhand entschlossen, das Karottengrün als Kraut zu nehmen und mit in die Pfanne zu tun. Denn was viele nicht wissen, Karottengrün ist ein hervorragendes Gewürz. Das wird genauso wie Petersilie behandelt. Waschen und klein schneiden und dann ab in die Pfanne. Alles gut verrühren, nochmal heiß werden lassen und dann ist unsere Pfanne fertig. Jetzt nur noch anrichten. Dazu passt beispielsweise Baguette oder auch Kartoffeln und dann sieht das Ganze so aus. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Nachkochen und gutes Gelingen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.